Just Nero hat ein neues Video. Und zwar Melanie Müller zeigt heimlich den Hitlergruß und lügt. Heuchelt im Statement. Ja, das Video kennt ihr wahrscheinlich, ist durch die Presse gegangen. Und Just Nero hat da ein wenig gewühlt. Und ich glaube, es wird sehr, sehr eng um Melanie Müller. Denn das, was sie, also so wie sie es in der Aufnahme gezeigt hat, ist das schon sehr problematisch. Sehr, sehr problematisch. Und ihr Umfeld ist ja auch sehr problematisch. Ein Bekannter von mir war ja mit ihr mal im Dschungelcamp und der ist überhaupt nicht gut, auf sie zu sprechen. Und hat gesagt, er hätte immer vor ihr gewarnt. Aber es wird wahrscheinlich ist das auch aktuell erst die Spitze des Eisbergs. Und wir sehen jetzt langsam das Ende der Karriere der Melanie Müller. Karriere, wenn man davon sprechen kann, im Dschungelcamp. Na, es wird wohl mal wieder Zeit, in die Welt der Trash-Influencer abzutauchen. Ihr habt vielleicht die letzten Tage das Drama um Melanie Müller mitbekommen. Wer sich jetzt fragt, Müller wer? Naja, der hat halt einfach eigentlich alles richtig gemacht im Leben. Kurz zusammengefasst. Ja, ist so. Ist die Frau eine Instagram-Influencerin mit 240.000 Followern. Sie hat in einigen Müllformaten partizipiert und sogar das Dschungelcamp gewonnen. Ja, würde mich gar nicht interessieren, hätte sie nicht die sechsfache Reichweite von mir. Hatte sie vorher nicht auch Pornos produziert? Auf Instagram. Und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, sie hat zwei Statements abgegeben und ich liebe schlechte Statements. Da drückst du bei mir wirklich alle... Okay, Hatzi, woher wisst ihr das? Was macht ihr auf solchen Seiten? Warum schreibt ihr jetzt ja? Okay, schauen wir alles rein, ja, okay. Schämt euch. Knöpfe, da rennst du offene Türen ein. Ich muss einfach darauf antworten. Ich hätte vielleicht erst einmal erwähnen sollen, was überhaupt vorgefallen ist. Zunächst ist Melanie Müller nämlich wegen eines Auftrittes vor einem, ja, interessanten Publikum aufgefallen. Okay, da schreien Leute einen Satz, der nach 130 StGB verboten ist. Feindliche Symbolik, große, fängt ja schon mal gut an. In diesem Publikum sieht man, ja, ich habe es letztens schon mal gesagt, beim besten Willen, ich bin keine Knalltüte, die absichtlich überall Neonazis sieht, wo de facto keine sind, aber schaut euch die Szenerie hier einfach mal an. Dass da ein paar knallköpfige Glatzköpfe die zwei Worte skandieren, die mit Gewinnen und das Gegenteil von kaputt zu tun haben, quasi die Voldewörter, die mir bei Aussprache wahrscheinlich die Monetarisierung zerschießen würden, das war ihr egal, ne? Sie hat weitergemacht, augenscheinlich erstmal. Jeder vernünftige Mensch bricht in diesem Moment das Konzert ab. Außer man macht sich diese Volksverhetzung zu eigen. Dort haben Leute Sieg, Punkt, Punkt, Punkt gerufen. Und wenn so etwas bei einem Konzert läuft und dazu machen einige den Hitlergruß, das ist eindeutig zu sehen im Vorfeld, dann geht man als Künstler. Ganz einfach. Allein das reicht schon aus, dass man sie scharf angreifen muss. Weise hat sie das Publikum sogar angeheizt. Das führt natürlich zu Kritik. Und was passiert, wenn Influencer A von Zuschauern, Fans und ihren Nicht-Fans in die Mangel genommen wird? Richtig, Statement-Zeit. Mit Heuli-Heuli und ohne Heuli-Heuli. Wer wäre ich, wenn ich darauf nicht eingehen würde? Also wie gesagt, Kritik war, jo, warum stoppst du das Ganze eigentlich nicht direkt? Und warum sieht man nicht, wie du das überhaupt stoppst, obwohl du es behauptest? Es kann ja gut sein, dass es wirklich gestoppt wurde. Gesehen habe ich davon allerdings nichts. Abstreiten möchte ich es deswegen trotzdem nicht. Ne? Bessere Frage, warum heizt du das Publikum möglicherweise auch noch an. Schauen wir mal rein in den Partner. Freunde, Just Legends und ich haben etwas für euch. Wir präsentieren den Gaming Adventskalender. Und weiter im Text. So, damit wäre das auch abgehakt. Jetzt schauen wir in das Statement von Melanie Müller zu den Vorwürfen. So, also hallo ihr Lieben. Provisorisches, melancholisches, ich bin doch das arme Opferschnauferchen abgehakt. Ich muss jetzt unbedingt mal was loswerden und auf jeden Fall klarstellen. Also im Rahmen eines üblichen Bookings Moment. Hello Kuhn erklärt hier nochmal, dass es auch auf jeden Fall unter Strafe fällt. Bist du Jurist? Ich glaube, Hello Kuhn ist Jurist, so wie er in diesen Themen drin ist. Spend hatte ich am 17.09. einen Gesangsauftritt. Diese Veranstaltung liegt unter dem Motto eines Ein Gesangsauftritt.
Das ist aber auch ein sehr, sehr krasser Euphemismus für diese Ballermann-Schmutzmusik. Ich habe einen Gesangsauftritt. Ich habe Sprach- und Sprechgesang. Ja. Ja, dieses Oktoberfest mit der interessanten Optik und den interessanten Personen vor Ort, das sieht definitiv wie ein normales Oktoberfest aus, mit dieser roten, hier ist doch etwas im Busch Beleuchtung und dem Feuer im Hintergrund. Sag mal, wer ist das da hinten? Ist da? Donnerwetter, das ist er. Der Markus Söder mit dem Maß in der Hand. Jetzt mal Spaß beiseite. Nee, würde ich nicht stinknormales Oktoberfest nennen. Es tut mir leid. Für mich daher ein ganz normaler Auftritt und eine ganz normale... Ja gut, wenn das ein normaler Auftritt ist, dann gute Nacht, Marie. Dann war es das ja komplett. Ja, gut. Die Sportpalastrede von Josef Goebbels, das war wahrscheinlich auch nur so ein munteres Zusammenkommen von Freunden und Bekannten. Auch tut es mir leid, wenn das für dich normal ist. Dann möchte ich nämlich nicht wissen, was für dich an die Grenze geht. Naja, wir wissen ja mittlerweile auch, warum das Ganze normal für dich ist, aber dazu dann später mehr. Während meines Auftritts kam es allerdings zu lautstarken Äußerungen. Gejohle mit eindeutigen rechtsradikalen und nationalsozialistischen Gedankengut. Darauf natürlich sofort hingewiesen, dass solche Äußerungen zu unterlassen sind und ich auf dieses scharf kritisiere. Meines Kenntnisstandes nach ist das eine freche Lüge. Wie sahen die Hinweise, dass so etwas zu unterlassen ist, denn genau aus und wann waren die? Kurz vor Abschluss? Also das Rufen von Zicke-Zacke, Zicke-Zacke und dann den Arm nach oben ist bestimmt kein Rufen zum Unterlassen. Oder während das passiert ist. Wurde das Ganze angeheizt? Ist es länger passiert? Na, gucken wir doch mal. Ja, hast du recht. Damit hast du alle Anwesenden auf jeden Fall tunlichst darauf hingewiesen, dies zu unterlassen. Auch ein... Ja, zumindest hat sie nicht gerufen, wollt ihr den totalen Krieg oder sowas. Das muss man ihr zugute halten. Sie hat jetzt nicht ganz in die Scheiße reingegriffen. Das ist unglaublich. Ein weiteres Mal hat sie ganz klar gemacht, was sie von dieser Ideologie hält. Heroisch versucht sie, all dies zu unterbinden. Verstehe ich gar nicht. Du hast dir was doch ist denn da los? Also. So viel Mühe gegeben, liebe Melanie. Die wollten einfach nicht aufhören. Auch der Veranstalter hat sofort reagiert und einzelne Personen des Festzeltes verwiesen. Ist mir neu, aber jetzt mal kurz was anderes zu dem nicht inhaltlichen Aspekt von diesem Statement. Diese Art, wie das vorgetragen ist. Meine Güte, dieser Enthusiasmus, diese Leidenschaft, mit der du dich gegen rechts stellst. Das wirkt ja fast, als würdest du dich gar nicht distanzieren wollen. Natürlich, und die haben bei Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, ruf mal normalerweise Heu. Die haben aber Heil gerufen. Das ist, muss man ja auch nochmal unterstreichen. Das ist einfach, das war einfach ein Nazi-Konzert. Das, was da passiert, war ein Nazi-Konzert. Würde dir körperliche Schmerzen bereiten. Als wäre es dir scheißegal. Oder sie ist selbst, na, werden wir später noch sehen. Wie ich nun erfahren müsste, sind einzelne Szenen offenbar in einem Video festgehalten worden und den Medien... Wie du erfahren musstest, diese Rhetorik lässt darauf schließen, dass es dich stört, dass dein Skandal publik gegangen ist. Warum stört dich das? Du hast dich doch dagegen ausgesprochen, deiner Aussage nach. Aber nee, ja, gut, du hast ja nichts falsch gemacht, du hast dich distanziert, um Ruhe gebeten und anschließend das Fest verlassen. Hat halt nur keiner wirklich mitbekommen. Alle haben gesehen, wie du die Masse angeheizt hast, also ja, ist natürlich blöd gelaufen, dass das Konzert irgendwann abgebrochen wurde. Das streite ich ja überhaupt nicht ab. Ja, wahrscheinlich hat noch irgendeiner Ausländer rausgerufen und dann damit meint er bestimmt, dass die Leute das Festzelt verlassen sollen. Aber ob das aus Imagegründen oder ob das aus wahren Distanzierungswillen passiert ist, Daher auch mein Statement jetzt hier, denn ich möchte mich in derartigen Personen und diesen Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dies auch aufs Schärfste. Ich bin so... Aha, warum schaut sie jetzt nach unten? Okay. Körpersprache und wurde ja schon analysiert, dass das ja erst nicht wirklich so glaubhaft rüberkommt. Sie ist bestürzt und empört, dass es dazu während meines gekommen ist. Ich bin zutiefst bestürzt und betroffen, dass sowas passiert ist. Merkt man nicht, wie sehr ich mir Mühe gebe, dies mit aller Kraft klarzustellen? Meine Güte, sag mal, will die überhaupt nicht, dass die Leute ihr glauben? Diese Körpersprache, die Rhetorik, diese Monotonie, die gibt sich ja sogar Mühe, das möglichst unglaubhaft rüberzubringen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe mit derartigen Gedankengut und Äußerungen natürlich nichts zu tun, aber auch... Vielleicht sollte sie das besser machen, weil das verbessern wir gerade mal. Kannst du dir nicht ausdenken? Ich habe mit derartigen Gedankengut und Äußerungen natürlich nichts zu tun,
aber auch gar nichts. Also wirklich aber auch gar nichts. So kommt es doch für dich rüber mit dem Sound runter, oder? Und distanziere mich hier deutlich davon. Kritisiere diese schändlichen, unentspannbaren Verhalten einzelner Konzertbesuche und habe es aufgrund diesen... Genau, ja. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Das wissen jetzt nur Politikprofis, was ich damit meine. Für mich ist ein Ausruf natürlich auch sofort abgebrochen und beendet. Ich habe mit der Gedankengut nichts zu tun, aber auch gar nichts zu tun mit diesen rechtsextremen und schatschen Verhalten. Diese Meisterleistung, das verdeutlicht und bekräftigt sie auch nochmal in folgender Aussage. Also mit Nazis und Rechtsradikalen habe ich nichts zu tun. Hätte ich vorher gewusst, was das für eine Veranstaltung gewesen ist oder was davon zu meinem Konzert... Man weiß über was anderes und das kommt wahrscheinlich auch gleich. Vor Besucher kommen, hätte ich das natürlich sofort abgebrochen. Halten wir fest. Melanie Müller distanziert... Ja, die Kamera ist ja eher aus den 40er Jahren. Sich. Weitergehend kritisiert und verurteilt sie die rechtsradikale bis rechtsextreme Szene aufs Schärfste und bricht deswegen alles ab, ne? Weil geht halt nicht. Das ist ganz, ganz furchtbar. Melanie, ich habe andere interessante Aufnahmen vorliegen. Wenn das alles so distanzierwürdig ist, erklär mir das hier mal. War das achtmal? Mal kurz vorweg, ich bin immer noch keine Person, die auf Krampf versucht, irgendwo einen Gruß hinein zu interpretieren, wo keiner ist. Das nimmt langsam teilweise absurde Ausmaße an, bei jedem und überall Haargrüße zu sehen. Aber das, meine Freunde, ist wirklich unumdeutbar in meinen Augen. Ein interessantes Indiz, das schon fast ein K.O.-Indiz ist, habe ich ja auch für euch. Diese Frau ist laut Aussagen ihres Bald-Ex-Manns Rechtshänderin und hält das Mikro immer in der rechten Hand. Immer. Bevor sie diese Geste gemacht hat, um achtmal zum nicht ganz so freundlichen Grüßen bärtiger Politiker anzusetzen, meiner Ansicht nach, bitte nicht die gefette Anzeige rausschmeißen, hat sie ihr Mikro von der rechten in die linke Hand boxiert. Warum macht man das ganz bewusst und gezielt mit der rechten Hand, sodass man diese extra frei macht? Achten wir auch mal auf die Haltung des Arms, dann ist das schon offensichtlich. In meinen Augen. Ich meine, nachdem das andere machen, ist es ganz wie sie erfahren musste, dass es veröffentlicht wurde, ja, das doof und ich distanziere mich und ganz fürchterlich. Nur blöd, wenn dann ein anderes Video auftaucht, in dem du das halt selber augenscheinlich machst, wovon du dich vorher distanziert hast. Ich finde das so unglaublich unehrlich. Warum folgt man potenziell einer Ideologie und spielt öffentlich den Distanzierminister, wenn dann hat doch wenigstens den Mumm dazu zu stehen und macht nicht diese Masken-Shitshow. Dieses Rumgeheuchel macht es wirklich nicht besser. Da sollte man halt abwägen. Ist man ehrlich und völlig offensichtlich ein schmutzig ideologisch eingefärbter Mensch, mutmaßlich? Oder ist man ein unanständig ideologisch eingefärbter Mensch, der dazu auch noch rumheuchelt und das Ganze versucht zu verleugnen, sprich unehrlich ist, mutmaßlich? Plot Twist, beides ist so oder so indiskutabel und sollte nicht toleriert werden, aber... Und ja, gegen sie wird ermittelt. Molly. Bei der einen Variante verscherzt man es sich halt auch noch bei der dezidiert eigenen Peer Group, mutmaßlich. Es gibt auch noch ein weiteres Statement, das wir uns anschauen werden. Ein paar Red Flags habe ich da auf jeden Fall noch vorzuweisen. Ich meine, dieses Bild hier, was auch bekannt worden ist, wo sie dann so einen Tee trinkt. Och, ich bin das arme Opfer. Es sind nicht nur zwei, drei Red Flags, es ist eher so eine Red, White, Black Flag, no Assassin's Creed. Macht euch auf eine große Portion Heuli-Heuli in Videoform gefasst. Wir sehen Melanie melancholisch, komisch mit ihrem Dog. Es ist wirklich so erbärmlich gestellt. Dann auch den Hund dazu und oh, ich habe noch ein Heißgetränk und oh, ich bin gemütlich in der Ecke. Man hat mich in die Nazi-Ecke gelegt. Und einer Tasse Tee auf der Couch oder im Bett liegend, was auch immer. Dazu textete sie, hi Leute. Nee, warte. Hi Leute, die letzten Tage sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Das mediale Feuer. Meinst du nicht eher das Bengalo-Feuer der Hools, den du ein Konzert gegeben hast? Die unberechtigten Vorwürfe gegen mich. Die Behauptung, ich mache mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache und bewege mich im rechtsradikalen Umfeld, haben mich physisch... Physisch? Haben sich die Behauptung materialisiert und... Hä? Und psychisch hart getroffen. Naja, psychische Problematiken können sich körperlich auswirken, aber ich will dir keine Laienpsychologie-Exkursion vom Zaun brechen. Ja, ich bin eine taffe Frau und habe schon so vieles gemeistert und ertragen. Oh, es ist der unbesiegte Monolog. Und Mana wird auf dem Bild auch noch getankt. Fehlt nur noch die Rübe so richtig im Takt zur Digimon-Musik zu schütteln. Wahlweise auch zum Radetzky-Marsch. Aber die böswilligen Behauptungen gehen auch... Nichts gegen Radetzky-Marsch, denn der kommt aus Österreich. Meine Substanz. Stimmt. Ja. Der mit dem Bart kommt auch aus Österreich. Ja, wieso? Ah,
kann man nicht einfach mal sagen, Schollegong, ich habe Scheiße gebaut, das soll es aber auch mal gewesen sein. Was soll dieses Rumgedruckse denn? Immer dieses, ach, das sind alles nur böse Leute mit bösen Zungen, die mir böse zuspielen wollen. Es gibt einen Grund dafür. Adressiere ihn, setze dich damit auseinander, komm zu einer Konklusion und präsentiere uns diese. Anstatt dieses durch Tränen verwischte Statement. Meine Güte, ey. Ich bin gerade körperlich ziemlich angeschlagen. Oh. So oder so, gute Besserung. Körperlich angeschlagen sein wünsche ich auch dir natürlich nicht. Das liegt mir fern und ich hoffe auf baldige Genesung. Und werde mich deshalb die nächsten Tage etwas zurückziehen. Hättest du vielleicht etwas früher machen sollen. Ich wiederhole noch einmal. Ich habe mit rechtsradikalen oder nationalistischen Gedankengut nichts am Hut. Mhm. Melanie, etwas wieder und wieder zu wiederholen, macht es nicht wahrer. Zwar auch nicht unwahrer, aber allemal unglaubwürdiger. Und dass du mit Nationalisten nichts zu tun hast, das wage ich zu bezweifeln. Dein neuer Freund, Andreas Kunz, lässt sich in... Ja moin, Thorsteiner, da fängt's ja schon mal gut an. Thorsteiner Klamotten ablichten. Zufälligerweise weiß ich sogar, wann und wo er diese gekauft hat. Kann ich euch hier leider nicht zeigen, weil das wahrscheinlich mit einem vollkommenen Dox der Adresse verbunden wäre. Und sowas mache ich selbstverständlich nicht. Ne? Ich habe de facto Beweise dafür, das möchte ich euch nur mitteilen. A, aus rechtlichen Gründen und B, zum Schutz der Privatsphäre dieser Person möchte ich das hier nicht veröffentlichen. Ich kann aber euch sagen, dass da noch etwas kommen wird. Und da rede ich auch morgen nochmal mit Just Nero drüber und dann wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen größer aufhängen. Dann wird das ein bisschen unangenehmer. Ein bisschen sehr unangenehmer mit einer wesentlich größeren Reichweite. Ich freue mich. Ich respektiere Privatsphäre auch bei diesen Personen. Dein Freund ist in einschlägigen Kreisen unterwegs. Ist anscheinend mit Firmen wie Asgard Security. Okay, Wikingerschiff. Ja gut, das die verbandelt, taucht in verfassungsschutzauffälligen Vereinen auf, scheint ein Viktor Orban-Fan zu sein. Okay, da hat er den direkt Rechtsradikaler. Fußball schauen mit Viktor, okay, in der Loge. Und das ist ein Bild auf Instagram in einer, wie kommt denn der in die Loge mit dem ungarischen Präsidenten, diesem rechtsradikalen Spinner? Unglaublich. Und ist, ja, an nationalistischer Politik. Ja, nichts mit Rechtsradikalen zu tun. AfD. Interessiert. Hast du also mit deinem Freund nichts am Hut und verurteilst diesen aufs Schärfste? Das hat nicht so auf mich gewirkt. Und ich habe das gerade neutral vorgetragen, ohne irgendeine Art der Wertung. Umso schmerzlicher ist es, wenn dann, Interpunktion Endgame, wie zum Beispiel von RTL versucht wird, mir das anzudichten. Anzudichten? Ach komm schon. Und keine Gelegenheit ausgelassen wird, immer wieder neuen Dreck zu werfen. Ganz nach dem Motto, man muss nur Dreck werfen, irgendwann bleibt schon etwas hängen. Es ist nicht einmal falsch, dass einige Medienoutlets mit diesem Schema vorgehen bei manchen Personen. Das mag sogar richtig sein. Aber in diesem Fall war das aus meiner Sicht ein Drei-Punkte-Treffer. Nur weil das anderen passiert ist, heißt es ja nicht, dass es auch bei dir der Fall ist. Die Sachen haben in deiner Causa ja Hand und Fuß. Mir geht es deshalb wirklich schlecht. Und ich denke auch an meine Kinder, die ich schützen muss. Denk doch mal an die Kinder, die solche Lügen über ihre Mutter nicht lesen wollen. Überleg nochmal, wer an dieser Situation die Hauptschuld tragen könnte, ohne dass das jetzt böse gemeint ist. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Natürlich folgt auf deine Aktion eine Reaktion. Was erwartest du? Ich danke auch meinen treuen Fans für die Unterstützung. I'll be back. 5700 Likes, 11 Kommentare. Davon alle positiv. Das scheint nicht viel übrig geblieben zu sein. Kommentare zu diesem Beitrag wurden limitiert. Na, das... Wunderlich. Ich denke, ich habe meinen Senf zu dieser medialen Clown-Fiesta jetzt dazugegeben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Achso, übrigens, Melanie hat eine Ausrede vom Stapel gelassen, warum sie gar nicht rechtsradikal sein kann. Ihre Au-pair ist aus Kolumbien. Wie viel Klischee möchtest du abhaken? Wie viel? Puh, das ist ein schöner Anfang. Ich weiß, da kommt mehr. Darf ich auf jeden Fall noch nicht sagen, aber schaut auf jeden Fall bei Just Nero vorbei. Ich werde den auch nochmal natürlich drunter verlinken, das Video. Lasst bei mir auch ein Like da, einen Kommentar und ein Abo und gerne eine Kanalmitgliedschaft und ein Thanks, das ist das Herz mit dem Dollar drin, denn ich muss mich ja irgendwie finanzieren. Aber da kommt mehr, da kommt auf jeden Fall mehr. Er hat ja schon diese Sicherheitsfirma genannt, das ist schon ein unangenehmer Laden. Und ihren Freund. Ja, und Just Nero sollte man auch nicht als Feind haben. Der ist auch so ein bisschen wie Mimi.